Hey Leute, was geht ab bei euch? Ich wollte mal eine Frage für euch beantworten, die mir ziemlich oft gestellt wurde. Und zwar, wie hast du angefangen mit Bodybuilding? Wie bist du auf Bodybuilding gekommen? Was hat dich inspiriert? Was gibt dir deine alltägliche Motivation dazu, es weiterzumachen, mit 100% immer wieder an die Sache ranzugehen und einfach konstant deine Leistung zu bringen? Also, ich habe angefangen, als ich 16 Jahre alt war. Inzwischen bin ich 18. Ich trainiere 2 Jahre lang. Und ja, was hat mich motiviert? Es war halt die Sache, meine Ex-Freundin hat sich von mir getrennt. Und das war ein Grund dazu, weil ich auch in ihren Augen zu dick war. Das hat mich so motiviert, den Sport überhaupt zu machen. Und nach einer Zeit so habe ich das einfach so ein bisschen noch nebenbei gemacht, aber schon ernster genommen und habe doch währenddessen noch Fußball gespielt. Und nach so einer gewissen Zeit habe ich eine Liebe zu dem Sport irgendwie, das hat mich so gebunden. Ich war einfach so gebunden an dieser Sportart. Die hat mir einfach so gefallen, jeden Tag. Jeden Tag kannst du besser werden. Das ist nicht wie im Fußball. Natürlich kann man besser werden, aber halt dort siehst du die Resultate und das motiviert dich dann nochmal so krass. Natürlich auch andere Fitnessathleten wie, sage ich mal, Lasse Angelov, Jeff Seid war auch großer Faktor, Sis oder Sis auch, haben mich motiviert, diesen Aesthetic-Lifestyle einfach in mir einzuprägen und das wird dann einfach Alltag. Du gehst zum Sport, steht immer schon fest. Deine Ernährung ist fest, du isst nicht mehr so viel Scheiße, das heißt kein Fastfood, keine fettigen Sachen mehr, keine Pizza oder sowas. Das hat sich dann alles so eingeregelt in den Alltag und irgendwann macht das auch Spaß, wenn du immer Erfolge siehst und das macht Spaß, zum Training zu gehen und an deine Grenzen zu gehen und alles rauszuholen. Und ja, das hat mich einfach ziemlich sehr motiviert und dadurch bin ich bis jetzt noch motiviert, immer jeden Tag zum Sport zu gehen. Also ich trainiere 7 Mal in der Woche. Seitdem ich angefangen habe, habe ich nicht einmal doch eine Woche verletzungsbedingt Pause gemacht. Aber sonst war ich jeden Tag beim Training, also weil ich es einfach ohne nicht mehr aushalte. Also ich bin zu Hause und wenn ich nicht beim Sport war, habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, dass ich immer hingehen muss, immer trainieren muss, bleibt immer am Ball, das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist das Training. Jeder kann es schaffen, es liegt nur an euch, ob ihr es tut. Ihr seid euer eigener Mann, ihr müsst es schaffen. Nicht die ganzen anderen Athleten, eure Vorbilder, machen es nicht für euch. Ihr macht es für euch, merkt euch das. Das müsst ihr euch immer einprägen. Es ist euer Körper, die Zeit tickt immer weiter und müsst immer am Ball bleiben und auch mal wirklich anfangen, Ernährung umzustellen, mal gucken, wie das ist. Könnt euch da erstmal so rantasten. Einfach erstmal nur Früchte, mal einfach nur mal auf Fett verzichten. Einfach nur mal Früchte, Gemüse, schönes Fleisch, schöner Fisch. Einfach mal nur sowas essen und mal sehen, wie es euch geht. Ich kann wetten mit euch, euch geht's nach einer Woche viel besser. Ihr könnt besser aufstehen. Ihr habt mehr Kraft im Tag. Auch wenn ihr nicht trainiert, aber ihr fühlt euch einfach viel besser. Beim Training habt ihr viel mehr Kraft, anstatt wenn ihr jetzt mal so viele Cheat Days einbaut. Das kenne ich ja selber von mir aus. Ich bin echter Süßigkeiten-Freak. Also ich brauche sowas auch. Natürlich verzichte ich auf sowas nicht, aber ich halte mich da in gewissen Mengen und gewissen Maßen. Also ich übertreibe jetzt nicht. Ich esse ab und zu hier und da mal was, aber bei mir ist es jetzt nicht so extrem, dass ich immer sowas essen muss. Auf jeden Fall, das hat mich jetzt dann halt krass motiviert und dann bin ich immer näher Sportart gekommen und habe gemerkt, okay, ich kann mit Sportart noch was erreichen. Ich kann erstens meinen eigenen Körper formen, so zu meinem Traumkörper, so wie ich es will. Ich werde bald auch auf der Bühne starten. Men's Physik, erster Wettkampf, November, steht schon an. Bald fange ich mit der Vorbereitung an, da werde ich auf jeden Fall noch viele Videos dazu machen, wie das Ganze aussieht, wie ich das mache. Es wird auch meine erste Wettkampfvorbereitung werden. Ich bin gespannt, wie ich dann aussehe, weil mein Körperfett auch so immer ziemlich gering ist. Und ja, es läuft gerade im Moment alles gut und das Wichtigste ist, bleibt am Ball. Eure Ernährung konstant gut, Training eisenhart und wirklich,
Ihr müsst das mit Herz machen. Ihr müsst das wirklich mit Herz machen. Ihr müsst da mit Herz hinterstehen. Es kann nicht sein, dass du das nur machst, um Leute zu beeindrucken. Mach es für dich. Du machst es nicht für andere. Du machst es nur für dich. Das müsst ihr euch einprägen. Wenn das alles gut ist, ihr werdet sehen, die Erfolge kommen von allein. Ganz wichtig, aber bleibt am Ball und gibt nicht auf. Gehört nicht zu den Leuten, die sagen, ja, der Stoff, der kann da, der hat so einen Körper nur mit Stoff erreicht. Leute, seid so einer, dass die Leute das über euch sagen. Wisst ihr, scheißt auf die ganzen Hater und macht euer Ding einfach alleine. Und ihr werdet sehen, diese Leute werden sich dann einfach nur wundern, was ihr geschafft habt mit euren eigenen Händen. Das ist das Wichtigste. Erfolg motiviert. So sieht's aus. Leute, das war's auch schon. In nächster Zeit werden mehr Trainingsvideos, einfach Videos zur Ernährung, Lifestyle, werde ich jetzt auf meinem YouTube-Channel posten. Bis dahin, bleibt am Ball, macht euch shredded. Heute waren Schultern dran, war richtig geiles Training. Ich fühle mich richtig geil aufgepumpt den ganzen Tag schon. Macht euch fit. Boom.